Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Dieses Mal möchte ich mit euch in eine Datei reinschreiben. Mir ist aufgefallen, dass wir das tatsächlich noch nicht gemacht haben. Und also wir haben schon in Bilder reingeschrieben, aber tatsächlich noch nicht in eine einfache Textdatei. Und deswegen möchte ich das gerade mal mit euch hier machen. So, das ist eigentlich nicht so schwer. Man braucht einfach ein paar Sachen von Java selbst, also zum Includen sozusagen oder Importieren. Ja, also wir brauchen einen FileWriter. Der nennt sich FileWriter. Nennen wir ihn Writer. Und den brauchen wir eigentlich noch gar nicht hier initialisieren. Wobei doch, können wir initialisieren ihn gleich. Ne, können wir nicht. Wir brauchen tatsächlich erst die File dazu. So, das ist die Datei. File müssen wir natürlich auch importieren. Wie ihr seht, hat es das bei FileWriter automatisch gemacht, aber bei File nicht. Keine Ahnung wieso. Aber okay, dann erstellen wir hier einfach eine New File und sagen, okay, die hat den Namen so und so Punkt txt. Und ja, dann schreiben wir uns diesen Writer hier gleich New File Writer und er kriegt als Argument, wie wir hier sehen können, eine File. Das bedeutet, wir übergeben dem einfach diese so und so, upsala, diese so und so .txt-Datei als File, die wir hier oben schon erstellt haben. So, und jetzt kann das natürlich einen Error werfen, falls die Datei irgendwie kaputt ist oder sonst irgendwas passiert ist. Und jetzt haben wir hier beim FileWriter zwei Optionen. Und zwar können wir hier bei dem Konstruktor erstmal nur die Datei eingeben. Wenn wir das so machen, also einfach nur File eingeben, dann wird die Datei, falls sie existiert, wird sie einfach überschrieben, also die alte Datei wird gelöscht. Falls wir hier aber die Datei eingeben und True, dann passiert einfach gar nichts mit der alten Datei, sondern sie wird, also die Bytes, die wir hier quasi reinschreiben, die werden ans Ende geschrieben, also ans ganz unten an die Datei. So, ich lasse das gerade mal so, also die Datei existiert noch nicht. Ich kann euch gerade mal den Ordner zeigen hier. Kann ich doch nicht hier. So, also die Datei existiert noch nicht, das ist quasi der SRC-Ordner, nicht der SRC-Ordner, der Ordner, wo das Projekt drin steht. Ansonsten hätten wir hier halt noch den weiteren Pfad eingeben müssen. So, und jetzt können wir hier so Sachen machen wie Writer, Punkt. Und dann sehen wir schon, was es hier so alles gibt. Wir haben Append, wir haben Flush, wir haben Get Encoding. Oh Gott, was wollen wir alles damit? Naja, eigentlich wollen wir bloß diese Write-Methode hier aufrufen. Das hat gerade nicht funktioniert, warum auch immer. So. Und hier können wir jetzt einfach einen String, einen Integer, ein Char-Array oder auch nur ein Char einfach alles übergeben. So, und ich würde sagen, wir arbeiten uns einfach mal vor. Also wir sagen hier einfach mal ich bin eine Datei. So. Und wenn wir hier Backslash n machen, dann kriegen wir eine neue Zeile. Beziehungsweise, was noch sicherer ist, falls ihr nicht wisst, auf welchem System eure Sache läuft, hier euer Programm, dann schreibt ihr am besten writer.write. Und dann können wir hier system.getProperty und dann hier als String übergeben line.separator. Separator. So. Genau so. Und was das macht, ist einfach, es schreibt eine neue Zeile, aber unabhängig von eurem System. Also manche nehmen Backslash n, manche nehmen was anderes. Ich weiß es gerade nicht so genau. Am sichersten ist es also, wenn ihr wollt, dass es auf Linux und auf allen Umgebungen läuft, vielleicht auf Android, keine Ahnung wo, dann nehmt ihr am besten das da. Okay. Und dann sind wir eigentlich schon fertig und wollen das Ganze mal laufen lassen. Also wir schreiben hier quasi in diese so und so .txt einfach ich bin eine Datei und eine neue Zeile. So, was wir jetzt aber am Schluss unbedingt noch machen müssen, ist Folgendes. Wir müssen, oder es wäre zumindest angebracht, wenn wir hier Writer .flush aufrufen. Jetzt, was macht diese Flush-Methode? Die macht quasi, dass der Stream, also dieser FileWriter hier, das ist auch bloß ein Stream. Die macht, dass der leer ist und auf jeden Fall auch alles in der Datei drin steht. Das ist quasi auch zur Sicherheit, dass auch wirklich alles reingeschrieben wurde.
Weil der Buffer könnte ja noch voll sein. Also sagen wir einfach, okay, wir warten so lange, bis der Buffer alles reingeschrieben hat und löschen alles, was drin stand. So, und dann schreiben wir hier writer.close. Das macht einfach Folgendes: Es schließt den FileWriter-Stream, also den Input-Stream für die Datei quasi. Und warum wir jetzt hier alles in dieses Try reingeschrieben haben, wenn es hier einen Fehler gibt beim Erstellen von diesem Try, dann fliegen wir hier schon raus. Und dann gibt es, wenn wir das unten drunter schreiben, gibt es auch überall Errors. Also ist es quasi einfach, hier kann es einen Error geben, hier kann es einen Error geben, aber wenn eins davon schief geht, dann wollen wir das eigentlich, dann wollen wir hier auf jeden Fall immer hier in diesen Catch-Block reinfliegen. Also es kann quasi bei jedem Schritt was schief gehen. So, und jetzt können wir das Ganze mal ausführen, indem wir hier einfach mal auf losklicken. Und dann schauen wir mal hier, und jetzt hat sie eine so und so .txt-Datei, und da steht drin, ich bin eine Datei. Und wir sehen, hier haben wir auch eine zweite Zeile, also da ist der Cursor in der zweiten Zeile, das heißt, dieser Line Separator hat auch funktioniert, weil wir hier quasi zwei Zeilen haben. Hätte ich den nicht gemacht, dann wäre es so. So, und jetzt möchte ich euch noch was zeigen. Nein, ich möchte es nicht speichern, den Line Separator brauchen wir. Was passiert, wenn ich das jetzt hier ausführe? Nochmal. Naja, die so und so.txt existiert schon, und da wir hier True angegeben haben, wird hier quasi einfach eine neue, also hinten dran geschrieben. Genau dort angesetzt, was wir davor hatten. Wenn ich jetzt das hier aber wieder rausmache, also ich habe nichts an der Datei geändert. Ne? Da steht zweimal, ich bin eine Datei drin, und es ist noch am Schluss ein Line Separator drin. Wenn ich das jetzt ausführe, dann passiert das hier. Es wird einfach alles neu überschrieben, und die Datei wird quasi komplett neu erstellt, und das steht einfach drin, ich bin eine Datei. Statt dreimal, ich bin eine Datei. Gut, jetzt kennt ihr die Vor- und Nachteile, beziehungsweise eigentlich nur Vorteile von einem FileWriter, weil es einfach super einfach ist, da was reinzuschreiben. Und das war ein ziemlich kurzes Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe so lange, dass ihr mich abonniert und Kommentare schreibt wie verrückt. Und liked natürlich auch. Gut, bis dann. Ciao, ciao.